Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, der junge Mann schaut mir ein bisschen grimmig, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, da könnte man ein bisschen lachen hier. Hey. Hey. Wer von euch hat Bock, mit mir das gleiche Bild zu retuschieren? Wo sind die Photoshopper von euch? Ich zeige euch mal, welches Bild wir jetzt reduzieren werden. Und Leute, wir geben ein bisschen Gas, ne? Also, das ist jetzt eine Calvinize-Retusche, ne? Da muss man schon sagen, ne? Also, ja, auf YouTube habe ich tausende von Videos. Da ist genug, wo du dir anschauen kannst. Das ist das Bild. Und nochmal, bei einer Calvinize-Retusche geht es nicht um eine natürliche Retusche. Wir rotzen da jetzt richtig rein. Das Bild wird später einen richtig krassen Look haben. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde, aber wir geben Gas. Wir geben richtig Gas. Regler bis zum Anschlag, vielleicht. Mal gucken. Und da es sich um eine Calvinize-Retusche handelt, brauchen wir richtig Schmackes. Oh, warte mal, ich muss mal die Alert-Box hier anmachen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das Ausgangsmaterial so an den Regler schieben, dass wir überall Zeichnungen haben. Wir brauchen überall Details, dass wir später richtig reinrotzen können. Ne? Das ist wichtig. Und wir brauchen Schärfe. Also irgendwie ist es noch nicht knackscharf. Deswegen ein bisschen Schärfe gehen wir noch. Da können wir fast sogar ein bisschen den Radius hochziehen. Aber das ist jetzt so wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir überall Zeichnung drin haben. Ich mache das Bild erstmal generell ein bisschen dunkler. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit den Lichtern gehen können. Bei Weiß muss man aufpassen, dann wird es schnell blau-grau. Ich würde mal sagen, nicht ganz so arg, aber so, dass wir noch ein bisschen Zeichnung haben. Und bei den Tiefen, die haben wir eigentlich schon. Da haben wir schon überall Zeichnung. Ja, da gehen wir auch mal so auf 50. Weil, man muss schon sagen, die Details sind überall da. Den Strukturregler, den hatte ich früher nie. Ich glaube, den nehmen wir auch mal so ganz dezent. Und den Bildschnitt will ich auf jeden Fall anpassen. Das ist mir viel zu viel Wand an der Seite. Machen wir ein 4 zu 5 Format, ne? 4 zu 5. 4 zu 5 ist gut. Ich glaube, 4 zu 5 ist gut. Lettland! Hello! Carsten, was geht ab? Das mit gerade ausrichten ist immer so eine Sache, ne? Wenn so viele Linien im Bild sind. So, Freunde. Dann Blickführung. Blickführung. Der Klarheitsregler könnte hier auch gut tun, ne? Der kommt auch nicht schlecht eigentlich. Der Klarheit macht halt sehr schmutzig, sehr rau, ne? Also mit dem musst du halt aufpassen, weil schnell unsaubere Konturen entstehen. Bei ihm geht's jetzt eigentlich, also eigentlich können wir hier, aber das können wir später immer noch machen, ne? Da wird ihm ein bisschen zu schmutzig. Aber was anderes wollen wir machen. Guck mal, hier hinten ist unscharf, hier vorne ist scharf und hier ist auch scharf. Das liegt daran, dass sie ziemlich auf der gleichen Höhe sind, weil ich schräg fotografiert habe. Und das werden wir jetzt korrigieren. Das heißt, ihr könnt euch hier so einen Verlauf nehmen. Es geht alles in RAW. Ein Verlaufswerkzeug. Und dann zieht ihr euch von der Seite hier so einen Verlauf hier rein. So. Und dann schaut ihr, da seht ihr, wie weit der Verlauf geht, ne? Wenn wir einfach mal die Helligkeit nach unten ziehen, sieht man wunderbar, wie weit der Verlauf geht. Na, also wir wollen jetzt gar nicht so weit den bringen. Aber wir machen nicht dunkler. Ihr könnt nochmal auf blau machen, dann seht ihr auch, wie weit der Verlauf geht.
Wir machen nicht dunkler, sondern wir nehmen die Schärfe raus. Einfach, um den Blick noch ein bisschen zu führen. Okay? Das Blaue habe ich jetzt nur gemacht, um zu sehen, wie weit der Verlauf geht. Also ich brauche keine Angst haben, dass der Arm irgendwie unscharf wird. Aber dann setzen wir das wieder zurück. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen Unschärfe. Natürlich ist das nicht perfekt realistisch, aber ich will einfach haben, dass der Betrachter hier beim Motiv ist. Und deswegen nehmen wir da so ein bisschen die Schärfe raus. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir, es ist nicht mehr ganz so scharf. Okay, haben wir eine bessere Blickführung. Also das kriegt man wunderbar mit einem Verlauf hin. So. Ansonsten machen wir, glaube ich, hier noch nicht viel. Wir können später jederzeit wieder in RAW reingehen. Nee, wir machen alles später. Also, jetzt wichtig, öffnen als Smart-Objekt in Photoshop. Jetzt gehen wir mal in Photoshop, da wird es spannender. Und jeder, der live mitreduzieren will, ihr müsst einfach nur rein kommentieren, dass ihr das Bild haben wollt. Ich gebe euch das Bild, ich gebe euch die RAW-Datei. Die RAW-Datei. Die RAW-Datei, die gebe ich euch gerne. Was denn jetzt? Wo ist denn Photoshop? Hier sind wir. So, ich mache jetzt mal ein neues Smart-Objekt durch Kopie. Setz mal das hier zurück, das braucht ihr jetzt nicht machen. Mir geht es einfach nur darum, dass ich den Vor-Nachher-Vergleich habe. Was ist das denn? Wieso versetzt er das jetzt so komisch? Ist ja scheiße. Ah, hier. Warte mal, ich lege das mal. Ich brauche später einen Vor-Nachher-Vergleich. Das geht nicht. Warte mal. So oder was? Ach, das passt von der Größe nicht, ne? Weil ich irgendwie rumskaliert habe. Ja, egal. Das ist scheiße, ey. Okay, dann machen wir das jetzt wieder weg. Machen wir hier RAW entwickelt. Frank, was geht ab? Ja, Bildbearbeitung mache ich hier auf dem MacBook. Jetzt auch gerade noch mit der Maus, aber gleich mit dem Stifttablett. Ja, wenn wir das später im gleichen Ordner abspeichern, haben wir auch in Lightroom einen Vor-Nachher-Vergleich. Also von dem her alles cool. Also, jetzt haben wir schon mal ein gutes Ausgangsmaterial. Ich würde jetzt mal mit einer Grobretusche starten. Dazu werde ich mir mal das Bild hier duplizieren und rastern, weil mich stört zum Beispiel das hier. Ah, der Rucksack, den kann ich vielleicht drin lassen. Das stört jetzt, aber das stört mich. Und dann werde ich ein klein wenig hier noch ein bisschen reduzieren, okay? Also ein bisschen Grundretusche. So ein paar störende Elemente mache ich schon weg. Ich finde auch diese eine Leiste noch ein bisschen hell. Also, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Grundretusche. Das mache ich jetzt auf dem erstmal das hier da unten weg. Mit dem Reparaturpinsel wird das ein bisschen gefährlich da unten. Der wird da nicht so gut arbeiten können. Guck mal, wo ist die Vorschau hier? Ah, hier ist die Vorschau. So, machen wir erstmal das Wesentliche.
Hier oben gehen wir auf den Reparaturpinsel. So, schreibt gerne nochmal rein, wer hier live mitreduziert. Würde mich mal interessieren. Wer reduziert hier live mit? Ganz ehrlich, ist Mutter mal, Mama auch weg. Ich weiß, sie sagt, ja, ist Persönlichkeit. Wenn ich das Bild bei mir hochlade, interessiert es Mutter mal nicht. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sagt so, ey, das ist voll das schöne Muttermal. Das vermisst auch keiner. Weil es im Alltag würde das Muttermal auch nicht auffallen. Aber es fällt halt auf dem Bild so extrem auf, weil es halt ein Foto ist, ne? Okay. Die Narben da an der Seite, macht die auch weg. Ja, das ist alles pure Männlichkeit, aber Wir haben ja Spaß beim Reduzieren, ne? Deswegen machen wir das weg. Da ist noch so ein helles Haar. Haben wir noch was Störendes? Schreibt gerne in den Chat, wenn ihr noch was Störendes findet. Also ich finde, wisst ihr was? Wir machen jetzt dieses Teil hier weg, aber nur, um zu erklären, wie es geht. Ich mache jetzt mal das Teil hier weg, aber nur um zu zeigen, wie es geht. Eigentlich würde es mich nicht stören. Was mich eher stört, da oben. Ich mache mal so ein bisschen. Eigentlich müsste es farbiger werden, aber egal. Ah, das können wir später noch korrigieren. Ein bisschen dunkler, ein bisschen brauner müsste es da eigentlich werden. Also ich mache es jetzt mal weg. Ich zeige es euch mal jetzt, wie man das Ding hier wegmacht. Was, ein langes Haar am Hals? Ach, da hinten! Ach gut! Ja, also, das können wir auch so. Also, wie machen wir das jetzt weg? Wer kennt meine Strategie noch dafür? Wer weiß noch, welches Werkzeug nutzen wir jetzt? Was denkt ihr? Wie machen wir das jetzt weg? Diese Ecke. Was denkt ihr? Wer hat meine Tutorials geschaut? Da gibt es einen richtig krassen Hack. Ich bin mal gespannt, wer das jetzt weiß. Mit welchem Werkzeug machen wir das jetzt weg? Was brauchen wir jetzt als erstes? Auswahlwerkzeug, genau. Also ich mach's mit dem Pfad. Übrigens, schön, dass du das einlöst hier, obwohl ich mich hier konzentrieren muss. Beluxo. Wisst ihr eigentlich, wie ich mit der Fotografie angefangen habe? Und das ist jetzt kein Scheiß. Wo ist das Pfadwerkzeug? Ich habe mit der... Ist das das Pfadwerkzeug? Ist nicht das Pfadwerkzeug. Da ist es. Zeichenstift. Wisst ihr, wie ich mit der Fotografie angefangen habe? Ich habe früher auf Partys, also wenn eine Party war, irgendwelche Girls fotografiert. Für Virtual Nights. Kein Scheiß. Damals habe ich Blitzen gelernt. Für Virtual Nights. Hast du freien Eintritt bekommen? In eine Disco? Und dann hat man so Mädels. Man hat auch Jungs fotografiert, aber das waren wirklich meine Anfänge. Alter, bin ich steif geworden mit dem Ding? Also, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das jetzt mache. Ich komme als erstes, erstelle ich mir eine Auswahl, okay? Das hätte ich jetzt auch anders machen können. Ah, weiche Kante, 0. Und bei der Auswahl ist wichtig... Oh, shit. Bei der Auswahl ist wichtig... Scheiße, habe ich jetzt gerade die Ebenen verschoben? Nee. Dass ihr hier noch ein bisschen Luft habt. Weil jetzt kommt der Hack. Du bewegst das einfach, diese Auswahl... Ein Stück nach rechts. Jetzt kopierst du dir diesen Bereich auf eine extra Ebene. Und jetzt verschiebst du diesen Bereich mit dem Verschieben-Werkzeug wieder hier hin. Und er sollte eigentlich genau passen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen
weil eine Linie drin ist. Das ist natürlich kacke. Aber ja, da müssen wir dann doch noch ein bisschen manuell ran. So. Und jetzt gehe ich mit einem ganz weichen Radiergummi oder mit einer Maske. Ah, die muss noch weicher sein. Ey, das war kein weicher Pinsel. So, jetzt. Oh. Here we go. Here we go. So, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier rangehen. Ja, das ist nicht so geil. Warte mal. Wie weit habe ich da eigentlich Luft? Ach, dieses Weiße war's. Warte mal, ich gehe mal mit einer Maske. Da brauchen wir eine etwas härtere Kante. Alter, ich hab. Mein Gefühl ist schon ein bisschen weggegangen, ne? Aber jetzt weg. Merk keine Sau. Merk keine Sau. Virtual Knights. Ey, was hast du da gerade gefunden? Willst du mich verarschen? Nee. Wie geil ist das denn? Ich wusste nicht, dass es da was gibt. Die Bilder habe ich gemacht. In Moers. Die habt doch nicht ich gemacht, oder? Das ist hart. Die Maske einfach nur, du hättest auch wegradieren können. Jetzt haben sich die Punkte mehr gelohnt. Du hättest auch wegradieren können. Die Maske blendet aus. Du kannst gewisse Bereiche ein- und ausblenden. Aber ich reduziere das eh wieder runter. Das hier ist alles nur Grobretusche. Das ist alles nur Schnickschnack. Kleiner Kleinzeug, was hier reduziert wird. Ne, ihr seht, wir haben einfach das Gesicht ein bisschen gemacht. Ey, diesem Gesicht kommt gut, ne? Dass die Flecken so ein bisschen weg sind. Ja, da unten haben wir eine Wiederholung drin, aber das merkt keiner. Da haben wir so ein bisschen, ne. Das ist egal. Das Netz vergisst nichts. Ey, das wusste ich noch nicht mal, dass. So, können wir weitermachen. Pascal, wer hier live mitreduziert, hat es geklappt? Nee, inhaltsbasiertes Füllen hätte da nicht geklappt. Dafür ist es zu sehr an der Kante. Aber dadurch, dass du vorher eine Auswahl erstellst und du erstellst die Auswahl nur, um eine Quelle vom Holz zu nehmen, die genau reinpasst, die genau reinpasst. Deswegen sind jetzt auch die Kanten so schön geworden, ne? Wenn du viel Gefühl hast, geht's auch mit dem Kopierstempel. Aber gerade wenn Strukturen drin sind, warte mal, ich mach mal diese Streifen da weg. Guck mal, das sieht aus, wie wenn das ein Retuschefehler wäre, aber die waren schon vorher da, die Streifen, ne? Alter. Ich mach das mal anders. Ich tu da mal so ein bisschen das Muster unterbrechen. Und da war noch ein bisschen eine Wiederholung drin. Ja, aber dadurch, dass Holz ist, merkt eh keiner. Schade, dass es nicht bei Tieren mit langen Haaren funktioniert. Du, das kommt immer auf die Situation an. So pauschal kann man das jetzt sagen. Die Wand wurde schon mal reduziert. Raoul, du kannst noch einsteigen. Wir haben bisher noch nichts Großes gemacht. Du kannst noch einsteigen. Mmh.
Da kriegst du das Ausgangsbild. Ist eine Rohdatei. Wir haben noch gar nichts groß gemacht. Der Spaß fängt doch jetzt erst an. Der Spaß fängt doch jetzt erst an. Guck mal, wir haben nur so Schnickschnack-Retusche gemacht, ne? Hier so ein bisschen. Übrigens, Freunde, wenn ihr mal. Hier oben haben wir eine Farbverschiebung drin, ne? Ich mache das jetzt mal nur ganz kurz für eine Demo. Einfach eine leere Ebene. Ups, im Modus Farbe. Und dann können wir hier, fangen wir erstmal mit weniger Prozent an. Nehmen wir mal. Ach komm, nehmen wir mal irgendwo hier 40. Und jetzt könnt ihr hier die Farbe aufnehmen und drüber malen. Seht ihr, dann kriegt die Wand da oben, die vorher so grau war, kriegt dann ein bisschen Farbe. Das ist manchmal auch ganz nice, um das Graue da so rauszunehmen. Am Hals unten links ist irgendwie dunkel. Stimmt, da ist ein Schatten. Hast du recht. Den würde ich jetzt am liebsten mit der Frequenztrennung wegmachen, aber ich habe die nur als Aktion. Ich kriege die gar nicht mehr richtig hin. Wir machen das hier ganz dezent mit dem Reparaturpinsel. Einfach so ein bisschen den Übergang ein bisschen sanfter. Zur Not geht er hier mit dem Abwedler drüber. Mitteltöne. Ganz dezent. Ich glaube, es war irgendwie ein Schatten vorher drin. Dass diese Schattenkante wenigstens ein bisschen weg ist. Warte mal, ich mache noch mal ein bisschen heller. Ja. Okay, bevor wir an Look und alles gehen, lasst uns mal was Cooles machen, okay? Lasst uns mal die Sonnenbrille geiler machen. Lasst uns mal über die Sonnenbrille so einen richtig geilen Verlauf legen, weil die sieht noch nicht so geil aus. Lass uns mal mit der Sonnenbrille was richtig Geiles machen. Dazu erstellt ihr euch wieder eine Auswahl. Ihr könnt mal schauen, ob der, es geht auch oft so mit dem Auswahlwerkzeug. Ganz ehrlich, ich mach's schnell mit dem Pfad. Alter, ey. Früher, ich schwör's euch, früher bin ich da außen rum geschossen. Jetzt ist es echt ungewohnt. Meine Arme verkrampfen sich mal voll. Für diejenigen, die es hinkriegen, alle anderen, ihr könnt ja auch zuschauen. Erstellt euch mal eine Auswahl von der Brille. Warte mal, wie kann ich nochmal die Punkte verschieben? Nee, da kann ich alles verschieben. Ah, hier war der einzelne Punkt. Hä? Oder war es die Alt-Taste? Command? Nee, Command war alles, ne? Command war alles. Nee, die Spiegelung ist egal. Die ist eigentlich egal. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt auf Rechtsklick Auswahl erstellen geht, macht er mir es von beidem, oder? Warte mal. Ich mache euch mal das ganz kurz vor, damit ihr seht, was wir brauchen. Und dann könnt ihr es gerne auch ein bisschen anders machen. Und zwar würde ich gerne einen geilen Verlauf über die Brille legen, damit die Spiegelung, damit es alles noch ein bisschen illustrativer aussieht. Das ist ein richtig geiler Move. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, beziehungsweise wie es aussieht. Auswahl erstellen. Geht es hier auch? Hä? Warum macht er nur eine Auswahl? Und
Und wieso hat er hier eine Vektormaske, Alter? Wir sind verarschen. Wo hat er die Vektormaske hergenommen? Ich will eine Auswahl haben. Wie mache ich eine zweite? Hä, das ging doch früher immer mit zwei. Der ist doch ausgewählt, oder? Ah, ne, warte mal. Hier, so meint er auswählen, oder was? Ah. Oder muss ich der Auswahl hinzufügen? Ich glaube, ich muss der Auswahl hinzufügen, ne? Alter, was eine Geburt hier. Ja, Leute, wenn man schon eine Weile raus ist, das ist... So, also, wenn wir die Auswahl haben, macht mal eine neue Füllebene, einen Verlauf. Es müsste gehen. Es müsste gehen. Lass mich mal kurz probieren, Freunde. Vielleicht sieht es ja auch scheiße aus. Wo ist denn die Skalierung? Wo ist denn die Skalierung? Ah, hier. Ich glaube, wir hätten den Verlauf einzeln machen müssen. Das bleibt so nicht, aber wenn man das später hier überlagert, kriegt es nochmal oft einen richtig geilen Flex. Seht ihr? Warte mal. Das wirkt dann so ein bisschen illustrativer. Aber warte, wir brauchen einen Dreifachverlauf. Wir brauchen einen Dreifachverlauf. Wir brauchen so ein. Ah, genau. Aha. Wir brauchen so ein. Ja, weil in der Mitte war ja weiß. Ja, Freunde, ich muss auch ein bisschen rumprobieren. Es geht nicht so schnell. So, Skalierung. Oh! Guck mal, jetzt haben wir es fast. Warte, wir müssen es weicher machen. Wie kriege ich das jetzt weicher? Über Skalierung, ne, war das? Ja, aber das Weiß ist hart. Ich glaube, wir gehen da mehr in Grau. Was denn, wenn ich es rausnehme? Oh, Schwarz ist aber auch geil. Ja, es ist viel rumprobieren. Ist 100% der Kraft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der zweifarbige Verlauf besser gefallen.
auch wenn es unnatürlich ist. Wir machen einen zweifarbigen, Freunde. Oh, der ist richtig geil. Wir machen einen zweifarbigen. Scheiß drauf. Der zweifarbige war geiler. Wir machen hier eine Calvinize-Retusche und keine Standard-Retusche. Deswegen lass uns mal da richtig reinballern. Wir machen so einen schönen zweifarbigen Verlauf. Yes. Yes, baby. So. Wieso kann man den nicht mehr verschieben? Früher konnte man den hier verschieben, wenn man ins Bild klickt. Wieso kann ich den nicht verschieben? Was ist denn das für ein Käse jetzt? Hey, die haben so viel geändert. Ah, jetzt kann ich ihn verschieben hier. Okay. Oh, la la. Woo, woo, woo. Bam, 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 bam. Das sieht schon geil aus. Das gefällt mir schon. Ja, so nehmen wir das. Einfach ein bisschen künstlicher. Je mehr ihr die Realität verändert, umso mehr Calvinize. Die Muskeldelle am Ellenbogen links. Muskeldelle am Ellenbogen links. Ja, die ist brutal. Du meinst rechts, oder? Ich weiß gar nicht, welche du meinst. Aber können wir später gerne schauen. So, Brille. Wer reduziert hier live mit? Hat's geklappt, Freunde? Habt eine geile Brille gemacht. Das wird später noch geiler kommen, wenn wir auch die Haut und Dodge and Burn gemacht haben, da wird es richtig ballern. Hat es geklappt, Freunde? Ah, die sieht schon so ein bisschen geiler aus. Ja, ist egal, Raoul. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Es muss es nicht perfekt sein. Das ist auch immer so ein bisschen Herumspielerei, ne? Okay. Lass uns mal ein bisschen, was ich jetzt feststelle, ist, die Brille ballert halt geil, ne? Die Brille hat einen geilen Kontrast. Harte Ecke sieht niemand. Kann man später noch anpassen hier? Ja, die ist jetzt ein bisschen hart hier. Könnte man jetzt auch direkt hier anpassen, auf der Maske noch ein bisschen. Aber das ist so ein kleiner Scheiß, das sieht eh keiner, ne? Zur Not einfach mit einem ganz harten Pinsel hier rangehen. Ah, warte mal, falsch. Ne, hier ist so ein bisschen Rundung rein, dann geht es schon. Das ist schon so ziemlich, wie die Original war. Das sehen nur wir jetzt. Also, die Brille ist ja sehr kontrastreich und eher noch nicht so. Deswegen will ich jetzt einen Move machen. Und zwar nehme ich eine Farbton-Sättigung Einstellungsebene. Und setzt die auf den Modus weiches Licht. So. Das allein sieht schon mal ein bisschen krasser aus. Not bad. Was ich auf jeden Fall probieren will, wenn ihr jetzt auf Färben klickt, könnt ihr hier so einen geilen Braunton nehmen. Ihr müsst aber die Sättigung da noch ein bisschen rausnehmen. Auf Färben klicken. Und dann noch hier so einen schönen Braunton. Das ist bei, wie nennt man das jetzt, Dunkelhäutigen. Kommt das meistens sehr, sehr geil. Wenn man es extrem macht, ne? Aber da kriegen wir so einen schönen, geilen, kontrastreichen Bronze-Look hin. Können wir gerne die Helligkeit hier noch ein bisschen hochschieben. Aber das ballert schon mal richtig geil. Und aufpassen, dass es nicht über der Brille liegt. Aufpassen, dass es nicht die blinkende Augen. Aufpassen, dass es nicht über der Brille liegt, weil die Brille ist schon kontrastreich genug. Ne? Weil wenn ihr das jetzt noch oben drüber legt, dann ballert die Brille noch mehr. Also unter die Brille erstmal. Das ist schon ein geiler Look. Den habe ich jetzt halt auch gewählt, weil alles im Bild braun ist. Und was man meinen Bildern auch oft sieht, sind immer zwei Farben, zwei Kernfarben. In dem Fall ist jetzt weiß und braun.
Ich habe ganz viele Bilder, wo ich alle Farben rausnehme. Schwarz ist noch ein bisschen im Bild. Ja. Ich nehme mal die Deckkraft hier noch ein bisschen raus. Ich setze die erstmal auf 80%, dass wir nicht so viel Look haben. Nennen wir es mal goldener Look. Ey, ich brauche einen Vor-Nachher-Vergleich. Es geht nicht. Ich muss da mal ganz kurz rein. Ich setze mal die Regler hier ganz kurz zurück. Ich darf nur den Bildschnitt nicht ändern. Ich brauche einen Vor-Nachher-Vergleich. Sonst macht das keinen Spaß. So. Das haben wir bisher gemacht. Ah, und wir sind noch nicht fertig, meine Freunde. Wir sind noch nicht fertig. Brille, goldener Look. Ich tue jetzt mal ein bisschen in Ordner fassen. Ihr müsst es alles nicht nachmachen. Merkt euch einfach nur die Retuscheschritte, aber so organisatorische Dinge, ne, wie Zeug in Ordner legen und so weiter. Ist jetzt nicht so wenig, nicht so wichtig. Dann machen wir gleich hier ein bisschen Dotge in Burn. Dotge in Burn. Ja, das wird geil. Ja, die Brille. Vielleicht die Deckkraft ein bisschen raus. Die ballert schon, ne? Die ist schon ein bisschen. Ja, gerne, Pascal, gerne. Es war jetzt auch alles noch nichts Wildes. Wobei das mit der Brille und mit dem braunen Look, das macht schon einiges, ne? Also die zwei Ebenen. Die machen schon einiges. So, jetzt lasst uns mal eine leere Ebene erstellen über der Grobretusche. Also unter der Brille auf jeden Fall. Unter der Brille und unter dem Look. Ich zeig dir gleich nochmal, denn das war eine Einstellungsebene Farbtonsättigung. Im Modus weiches Licht. Und jetzt aber ganz wichtig, du klickst auf Färben. Du klickst auf Färben. Dadurch wird das ganze Bild mit einer krassen Farbigkeit belegt, aber kontrastreich, wegen der Füllmethode weiches Licht. Und dann wählst du hier so einen goldenen Look hier. So zwischen Gelb und Orange oben. Und die Sättigung kannst du natürlich anpassen, ne? Geht natürlich auch ganz extrem. Geht auch ganz wenig. Die muss dann so ein bisschen anpassen. So, wir brauchen jetzt eine graue Ebene. Fläche füllen, 50% grau. Wir brauchen eine graue Ebene im Modus weiches Licht. Ich habe die jetzt mal Dodge and Burn Soft genannt. Da werden wir jetzt ein bisschen Lichter und Schatten ins Bild reinmalen. Die Muskeln ein bisschen betonen. Ja, die Watch hätte man auch bling-bling machen können, aber die reflektiert nicht so stark. Und der Blick des Betrachters geht eigentlich eher auf die Brille. Und nochmal dran denken, es muss nicht realistisch sein. Wir haben das Licht hier so verändert. Je mehr Unrealismus wir reinbringen, umso krasser wird später der Look sein. Weil das Bewusstsein, oder wenn das Auge drauf schaut, sieht dann, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist anders. Also die Watch reflektiert jetzt nicht so stark. Da könnte man mit Sicherheit auch irgendwas drauflegen, aber brauchen wir jetzt nicht. So, also. Fangen wir mal mit der Grundstimmung an. Wir gehen von groß nach klein, okay? Das heißt, Dodge and Burn
grau, weiches Licht, soft, großer Pinsel. Und jetzt tun wir als erstes mal mit gedrückter Alt-Taste, bin ich auf dem Abwedler, also auf dem Nachbelichter und dunkel ab. Jetzt tun wir erstmal hier die Ränder hier so ein bisschen abdunkeln. Wie so eine Vignette, die kommt. Hier hinten raus mal nicht abdunkeln, okay? Da will ich später noch ein Licht reinballern vielleicht. Einfach hier ein bisschen abdunkeln. Hier unten ein bisschen abdunkeln. Und hier ein bisschen aufhellen. Mehr nicht. Guck mal jetzt. Boom. Sieht man die Wirkung? Das ist eine ganz andere Wirkung. Schau mal, wie das Auge auf einmal bei ihm ist. Geiler Scheiß. Bam. Mehr nicht. Mehr nicht. Einfach ein bisschen. Boom. Ich mach mal ganz kurz auf ineinander kopieren, dann sieht man es noch ein bisschen krasser. Schau mal die Wirkung, ganz anders. Man ist sofort buff. Buff. Aber wir machen das auf weiches Licht. Nennen wir die Ebene einfach mal Stimmung. Nennen wir einfach mal die Ebene Stimmung. Und lass uns eine neue graue Ebene machen. Nennen wir die jetzt Look. Nennen wir die jetzt Look. Gehen auf weiches Licht. Oder nee, nennen wir es Modeling. Wir modellieren ihn jetzt noch ein bisschen. Wir modellieren ihn jetzt noch ein bisschen. Also, das war die Stimmung. Das war eigentlich so der Blick, der Fokus. Und jetzt gehen wir rein und modellieren ihn. Okay? Und jetzt pass auf, das Erste, was ihr macht, schaut, dass ihr bei 10% seid, Mitteltöne. Das Erste, was ihr macht, den Bart hier. Einfach ein bisschen nachmalen. Einfach den Bart nachmalen. Nicht über die helle Stelle hier unten kommen. Ganz kurz hier einfach mal den Bart ein bisschen nachmalen. So. Das war jetzt der Bart. Abdunkeln, okay? Mit gedrückter Alt-Taste auf dem Abwedler dunkel dir ab. Und die Stelle hier an der Lippe, die hält dir auf. Bisschen aufhellen. Hier zwischendrin können wir wieder ein bisschen abdunkeln. Hier wieder aufhellen. So. Ganz andere Wirkung. Kleine Details. Ich habe noch ein ganz altes Stifttablett. Ich glaube ein Dreier oder ein Vierer oder so. Schau mal an der Nase hier. Hier ist so ein Highlight. Aufhellen. Hier aufhellen. Und nebendran abdunkeln. Hier abdunkeln. Hier. Hier abdunkeln. Hier ein bisschen abdunkeln, weil hier muss eine Tiefe sein. Hier abdunkeln. Und hier wieder ein bisschen aufhellen. Da wird es 3D-mäßiger. Seht ihr? Sieht aus wie mein Zinken. So, pass auf. Guck mal, jetzt dunkel ich hier ab. Entlang der Brille dunkel ich ab. Hier dunkel ich ab. Hier dunkel ich ab. Schön entlang des Brillenrandes. So ein bisschen Tiefe. Hier ein bisschen abdunkeln. Abdunkeln, abdunkeln. Ich halte die Alt-Taste gedrückt. Ich dunkel weiter ab. Sehr, wie das Dimension bekommt. Der Hammer. Wie gesagt, vorsichtig rangehen. So, pass auf. Hier hellen wir auf. An der Brille ein bisschen. Und oben am Rand
Auch wieder ein bisschen abdunkeln. Hier abdunkeln. Hier unten unterm Kinn abdunkeln. Pass auf, nicht auf den hellen Bart stellen, ein bisschen drunter. Hier abdunkeln. Hier abdunkeln. Ein bisschen oben drüber, die hellen Bartstellen, hier kann man ein bisschen aufhellen. Guck mal. Hier aufhellen. Die Glanzstelle. Hier können wir ein bisschen abdunkeln mit dem Bart. Guck mal, was ist das für ein geiler Kontrast hat das. Bam. Guck mal, wie es nach vorne dreht. Seht ihr das? That's fun! Okay. Kekszocker, was geht ab? Ich tue die Stirn hier ein bisschen aufhellen. Und hier wieder ein bisschen abdunkeln. Am Rand. Guck mal, wenn wir beide Ebenen jetzt in eine Gruppe machen, ich zeige euch mal von beiden Ebenen den Unterschied. Ich muss ganz kurz mal auf die Maus hier. Guck mal jetzt, Achtung. Leute, wenn es nicht gleich so klappt, nicht sauer sein, ne? Schau mal. Jetzt gehen wir langsam an den Körper, beziehungsweise an die Träger hier und an die Brust und so weiter. Da werden wir jetzt auch noch modellieren. So sieht die graue Ebene bei mir aus. Die Murmel etwas murmeliger machen, ja, so in etwa. Wenn du so weitermachst, sitzt er gleich neben mir. So, gehen wir mal an den Oberkörper. Mir gefallen diese Gurte, aber die sehen noch so flau aus. Deswegen, ich werde es mal jetzt wie folgt machen. In der Mitte hier ein bisschen aufhellen. In der Mitte. Und jetzt hier abdunkeln. Genau über der Naht mit einem etwas breiteren Pinsel. Weil da haben wir hier auch wieder einen Schatten drin. Hier abdunkeln. Hier abdunkeln. Und ihr seht die Breite vom Pinsel. Jetzt haben wir da auch so eine leichte Welle drin. Das gleiche mache ich hier drüben. In der Mitte ein bisschen aufhellen. Die Naht abdunkeln, das ist das Entscheidende. Die Naht muss richtig dunkel sein. Dann ballert es. Dann glänzt es. Das wirkt dann so ein bisschen glänzender. Seht ihr? Viel geiler. So. Nee, T-Shirt nicht aufhellen. Noch nicht. Muskeln. Schaut mal jetzt. Achtung, jetzt kommt der Knaller. Hier aufhellen. Hier abdunkeln. Da zwischendrin abdunkeln. Hier einmal vorsichtig abdunkeln. Hier wieder aufhellen. Das ist halt schwierig zu erklären. Der hat halt hier echt eine Delle drin, ne? Ich glaube, die nehme ich später mit dem verflüssigen Filter ein bisschen raus, weil das sieht schon ein bisschen krass aus. Aber man sieht jetzt, wie der Arm so ein bisschen poppt. Und was ihr nicht vergessen dürft, schaut mal, es gibt noch einen kleinen Kniff. Ich habe eine ganz weiche Kante jetzt bei Dodge & Burn, ne, mit dem Pinsel. Aber es ist trotzdem sehr scharfkantig geworden. Ihr könnt jederzeit mit dem Lasso, macht am besten so 30 Pixel weiche Auswahlkante, könnt ihr jederzeit den Bereich hier kurz auswählen und dann
diesen Bereich mit dem Gausschen Weichzeichner ein bisschen weichzeichnen, dass die Übergänge nicht so hart sind. Ich mache das mal ganz kurz. Ich gehe mal auf den Gausschen Weichzeichner. Und jetzt gehen wir mal hier so auf 30 Pixel. Ihr habt es gesehen, wie das jetzt ein bisschen weicher wird vom Übergang. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber es ist immer noch da. Seht ihr, es ist immer noch hell. Aber manchmal werden die Übergänge halt sehr hart. Und dann kann man das einfach, die graue Ebene, ein bisschen weich zeichnen. So, ich tobe mich jetzt mal noch ein bisschen aus hier mit... werde so ein paar Highlights reinballern. Abdunkeln ist ja wichtiger wie aufhellen. Das beim Muskeln generell so. Lieber abdunkeln. Hier die Finger tue ich abdunkeln. Die sind ein bisschen arg hell. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da, diese Flächen zwischendrin sind arg hell. Das liegt daran, weil er die Finger drauf gedrückt hat. Wegen der Durchblutung. Haben wir jetzt ein bisschen abgedunkelt. Ja, ist Kleinkram. Und hier abdunkeln. Überall, wo so Schatten sind. Ist jetzt ein bisschen gelblich geworden, da unten. Und ist erstmal egal. Ich gehe mal in die Grobretusche ganz kurz rein und mache mal den Hals noch ein bisschen. Der gefällt mir nicht. Da will ich noch ein bisschen reduzieren. Es sind mir ein bisschen zu viele Unreinheiten. Also es darf ja ein bisschen unreiner sein hier, aber... Henning! Schaut mal, ihr könnt, oh danke Dolly hier, ihr könnt mit dem Abwedler hier auch jederzeit mal direkt auf dem Bild, auf der Grobretusche-Ebene, einmal probieren, wenn er die Flecken hier ein bisschen aufhält. Also ihr könnt auch Unreinheiten, oder hier zum Beispiel sehr hell, hier könnt ihr ein bisschen abdunkeln. Hier wieder ein bisschen aufhellen. Also man kann auch, wenn man das Gefühl hat, aber da braucht er besser einen Stift, kann man auch so ein bisschen, guck mal, was wir jetzt gemacht haben, ne? So, jetzt will ich den Hals noch ein bisschen modellieren. Ich will hier noch ein bisschen Schatten haben. Ich mache mal ein bisschen größer, ein größerer Pinsel. Ich mache mal hier so ein bisschen Schatten rein. Ja, der Hals ist durchaus sehr fleckig. Da können wir später vielleicht mal noch ein bisschen gucken. Wenn die Grobretusche... Das sieht man jetzt schon fast, da habe ich jetzt ein bisschen zu gut reduziert. Wenn die Grobretusche zu hart ist, legt ihr eine weiße Maske drüber, da passiert nichts. Und nehmt mit schwarzer Farbe die Deckkraft der Ebene an der Stelle so ein bisschen wieder zurück. Ne, weil mir war das jetzt, ist es jetzt schon fast ein bisschen zu glatt. Da kommt die drunter liegende Ebene wieder ein bisschen zum Vorschein. Weil ich habe schon, der darf nicht so glatt reduziert sein.
Ja, habe ich auch gedacht, Pascal, aber das ist zu gefährlich. Das sieht schnell unnatürlich aus. Guck mal, der Hals, da fehlt jetzt echt so dieses Verrotzte. Der Hals ist fast so mit die cleanste Stelle. Das ist gerade so ein bisschen, aber wir sind ja noch nicht fertig, ne? Also da kommt ja später eh noch ein paar Techniken drüber, dann wird das Ganze eh noch ein bisschen verrotzter. Okay. So, Leute, lasst uns mal was probieren. Lasst uns ein bisschen was Spannendes machen, okay? Und zwar macht man eine leere Ebene, wo in der Mitte einen kleinen Punkt macht. Einmal eine leere Ebene. Shirley, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Ganz am Ende. Es kommt da noch einiges. Ganz am Ende, wenn wir fertig sind. So, macht man einen weißen Punkt. Mitten ins Bild. Ich habe ihm Ben auch eine Version geschickt, die war nur eine Minute retuschiert. Guck mal, ich habe einen weißen Punkt gemacht mitten im Bild. Und jetzt geht er auf Frei transformieren. Aufs Frei transformieren Werkzeug und zieht diesen Punkt mal riesig. Okay, einfach mal riesig ziehen. Und dann setzt er den da oben in die Ecke. So. Da werden wir jetzt mal ein bisschen spielen. Das ist nämlich das Licht, was von hinten kommt. Jeder? Hey. So, warte mal, da brauchen wir vielleicht ineinander kopieren, mal testen. Ah! Hey! Hey! Es wäre die Sonne! Jetzt werde ich dir sagen, ja, Moment, es lenkt doch vom Motiv ab. Es lenkt doch von ihm ab. Ja, das ganze Bild ist das Motiv. Ich will da hinten so ein bisschen Stimmung reinbringen. Sei mir nur ein weißer Punkt, okay? Einfach nur ein weißer Punkt. Könnt ihr hier Licht oder Sonne? Eine Sonne. Ist einfach nur ein scheiß weißer Punkt. Es ist einfach nur ein weißer Punkt. So. Schieb mal die Brille nach oben und ich schieb das auch mal unter den goldenen Look. Der goldene Look und die Brille, die muss ganz oben liegen. Ich tu mal dieser goldenen Look und die Brille zusammen in eine Gruppe und nenne das jetzt mal Look. Weil wenn irgendwas Look hat, dann das sind wir auch noch nicht fertig. Dann machen wir später auf jeden Fall noch was. Aber wenn was Look hat, weiß ich immer bei mir, es muss ganz oben liegen. Guck mal, zum Ausgangsbild. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Hallo? So, jetzt. Also, Freunde, der Belluxo. Einfach nur ein weißer Punkt mitten ins Bild, den du riesig skalierst. Und dann änderst du die Füllmethode auf ineinander kopieren zum Beispiel. Da muss man aber auch so ein bisschen experimentieren, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Sonne auf strahlendes Licht nehme, ist es ein bisschen flauer, ne? Oder hartes Licht, da muss man ein lineares Licht. Ich habe es mal ineinander kopieren genommen. Aber es ist einfach nur ein weißer Punkt, der riesig skaliert wurde, riesig vergrößert wurde, ganz groß. Und dann habe ich ihn einfach in die Ecke gezogen. So, ich will mal noch was anderes probieren. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme, okay? Und zwar, lass mich erstmal testen. Und zwar ein Verlauf. Ich glaube, es war negativ multiplizieren. So. Und dann durchgehend auf Rauschen. Hier die Sättigung runter und es war Winkel. Genau. Warte mal. Jetzt kann man das nämlich hier in die Ecke ziehen.
das Licht! Hallo! Ja, das... Lass mich mal kurz testen. Wenn wir das jetzt hier wegnehmen. Ja, ist ein bisschen too much. Würde gehen. Würde gehen, aber ist ein bisschen too much. Okay, lassen wir. Also wir brauchen jetzt übertrieben krassen Look. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Look. Ich mache mal in diese Look-Ebene rein. Noch eine Farbalance-Ebene. Nee. Wir müssen in Kamera Raw gehen. In Kamera Raw kriegen wir das am besten hin. Das Ding ist, ich bin jetzt am Überlegen, muss irgendwas noch auf der Pixel-Ebene reduziert werden? Muss irgendwas noch gemacht werden? Weil ansonsten würde ich das ganze Bild in Kamera Raw bringen, um dort mit Klarheit und Struktur richtig selektiv reinzuballern. Für die Wände, um alles nochmal richtig zu betonen. Dazu muss aber vorher hier alles erledigt sein. Aber ich würde jetzt nichts mehr rumkomposen oder reinreduzieren. Was man noch machen kann, ich habe das schon, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen too much. Vor Jahren schon habe ich mir mal, ich glaube es war bei Grollup und Gerst, so Flares geholt. Und mit denen kann man natürlich auch wunderbar experimentieren, ne? Indem man das schlecht ist es nicht, ne? Schlecht ist es nicht. Ah, verflüssigen, seht ihr? Oh, gut. Gut, verflüssigen wollte man noch. Also das hat aber auch was, ne? Ganz ehrlich. Mir gefällt es. Ihr habt jetzt diese Datei nicht, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof, aber das soll ja nicht der Grund sein, dass ich es jetzt auch nicht mache. Nur weil ihr die Datei nicht habt. Warte mal. Da tue ich aber die Sättigung noch ein bisschen rausnehmen. Ja, macht jetzt den Bock nicht fett. Warte mal, ich schieb das nach unten hier. Ich tue mal alles hier in einen Ordner hier, Sonne. Aber ich glaube... Ja, braucht's nicht. Aber verflüssigen müssen wir auch. Ah, hast du auch? Habt ihr die Sonne auch? Geil. Oh, guck mal, Dolly macht hier gerade so ein paar Flares. Die hat, glaube ich, jeder. Entweder habt ihr sie von mir oder... Ja. Okay, pass auf, wir machen das jetzt wie folgt. Lasst uns Endspurt machen. Ich fasse alle Ebenen zusammen. Shift-Alt-Command-E. Okay, Shift-Alt-Command-E. Oh, in der Miniatur sehe ich jetzt, dass die Sonne zu arg ist von hinten. Das sieht man meistens so ein bisschen in der Miniatur. Machen wir ein bisschen weniger von der Deckkraft. Also Shift-Alt-Command-E. Könnt ihr die Ebene zusammenfassen. Und dann gehe ich jetzt mal hier auf Verflüssigen. Das tun wir mal verflüssigen. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, der junge Mann schaut mir ein bisschen grimmig, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, da könnte man ein bisschen lachen hier. Ey. Ey. Oder bist du traurig? Oh.
Ey, ernst, das sieht noch geiler aus. Ja. Nimm das Lächeln aus dem Gesicht. Okay. Ben, hör auf zu lächeln. Okay. Ey, kein Scheiß, wir nehmen ihm das Lächeln raus. Besser. Besser. Mundbreite. Ey, der sieht immer mehr aus wie Vin Diesel jetzt. Der sieht immer mehr aus wie Vin Diesel. Ey, übel. Bisschen weniger Stirn. Hey, I'm from India. Hey, ich darf hier so Witze nicht machen. Nee, I'm not, I'm from Russia. Nee, lass mal hier, null. So, was wollen wir machen? Wir wollen verflüssigen. Ey, das sind seine originalen Muskeln, ne? Aber das sieht halt zu arg aus. Das sieht ein bisschen. Ich schieb ein bisschen ran, sorry. Ich gebe ihm dafür ein bisschen mehr Oberarm, okay? Das hat mit Windows nichts zu tun. Das ist der Verflüssigenfilter in Photoshop. Das hat nichts mit Windows zu tun. Ich habe ihm ein bisschen Trizep genommen, dafür hat er ein bisschen Bizep bekommen. Und er kriegt noch ein bisschen Schultern hier. Ein bisschen Trizep weg, aber dafür ein bisschen Bizep dazu. Und ein bisschen Schulter kriegst du auch hier. Achtet auf die Linie, ne, im Hintergrund. Und da unten auch. Das ist eine ganz komische Ecke hier. So. Was hat sich getan? Ja, wie er ernst guckt. Ich find's so viel besser. Ich find's so viel besser. Ey, das mit dem Trizep geht nicht. Der wird mich killen. Der merkt das. Der merkt das. Ich muss. Ich gebe ihm ein bisschen mehr Trizep wieder, aber dann. Das kann ich nicht machen. Du kannst einem Bodybuilder nicht einfach 8 Wochen Training wegflüssigen. Wegverflüssigen. Maskieren bei Verflüssigen, du meinst Bereiche schützen. Weil wenn du jetzt maskierst, siehst du Linien, aber Bereiche schützen kann man einsetzen für die Linien. Aber ich mache lieber einen weichen Übergang. Ich tue lieber alles inklusive der Linien ein bisschen. Ansonsten ist manchmal zu abrupt der Übergang. Aber ja, das ist eine gute Funktion. Okay, so. Die Ebene nenne ich 2080. Das ist jetzt alles Feintuning, was jetzt kommt. Und jetzt lass uns mal in Kamera Raw gehen. Weil ganz ehrlich, ich will jetzt mal ein bisschen dirty. Ich will dirty reinbringen. Ich gehe in den Kamera Raw Filter und gleich vorweg, wir arbeiten jetzt selektiv. Okay? Im Prinzip hätte ich gerne mehr von diesem Look. Aber das ist halt zu hart. Das ist zu hart. Struktur ist auch geil. Aber auch zu hart. Okay, aber von diesen, mit diesen Elementen werden wir jetzt arbeiten. Generell aufs ganze Bild, Klarheit 30 ist in Ordnung, finde ich, das safe. Bisschen Struktur rein, 10. Ja, das ist schon geil. Das kann man schon machen.
Aber jetzt machen wir Folgendes. Und zwar nehmen wir den Radialfilter. Na, das ist zu viel. Es war... Lass mich nochmal zurückgehen. Ist mir ein bisschen zu viel hier. Ich gehe mal auf 20. Weil... Wir können mit dem Radialfilter... Ihr seht jetzt mit blauer Farbe, wo sich der Radialfilter auswirkt, okay? Das seht ihr jetzt zum Beispiel, ich gehe mal noch ein bisschen größer. Wenn wir den jetzt so groß machen, wirkt sich der Radialfilter kaum auf seinen Oberkörper aus, aber halt sehr stark aufs Umfeld hier, ne? Alles, was blau ist, weil ich habe hier die Temperatur jetzt runter, ne? Da wirkt sich der Radialfilter aus. Und da will ich jetzt Klarheit reinballern. Also ich gehe mal wieder zurück und baller jetzt mal Klarheit rein. Hey, nur aufs Umfeld, aber nicht auf ihn. Stimmt, Maskenoption. Rot war das. Ach, das ist hier weiß. Wie doof. Wieso haben sie das weiß gemacht? Nee, weiß ist scheiße. Ich finde es mit Farbe viel geiler. Das sieht ein bisschen so vernebelt aus. Aber kann man auch, okay. Also, und jetzt will ich das Umfeld härter machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Umfeld in Braun richtig geil aussieht. Ja. Weil ihr seht auch, das Umfeld ist sehr kühl, ne? Klar, der Betrachter geht immer so, auch vom Kalten zum Warmen, aber... Lass uns da ein bisschen Klarheit und Struktur reinbringen. Er darf nicht zu rau werden. Auch mal mit Dunst entfernen, experimentieren. Das Problem ist bei Dunst entfernen, der ballert so eine Sättigung nach oben. Ja, aber das sieht schon ganz nice aus. Können wir fast sogar ein bisschen abdunkeln. Man kann auch nachträglich mit dem Pinsel noch was wegmalen, wenn irgendwo zu viel gemacht wurde. Aber ich glaube, so ist es schon mal ganz nice. Ich tue mal bestätigen. Guck mal hier. Vorher. Viel geiler. Guck mal, seine Arme und alles, ne? Wie das alles nochmal rauskommt. Aber nochmal, auf ihm war deutlich weniger wie drumherum. Ey, der goldene Look ist schon voll drin. Guck mal, wie das vorher war. Der ist schon derb drin. Der goldene Look kam hier, guck mal. Nee, warte mal. Doch, hier eigentlich schon. Noch mehr. Okay, pass auf, wir sind noch nicht fertig. Ich dupliziere nochmal, später wird alles runter reduziert. Warte mal ganz kurz. Ich muss gucken, ob es auf dem Arm nicht zu viel ist. Nee, das ist super. Na, das ist geil. So. Ich will noch einen Move machen. Ich gehe wieder in Kamera Raw. Den müsst ihr jetzt nicht nachmachen. Der ist jetzt... Ey, wieso zoomt das nicht? Ah, jetzt. Den müsst ihr jetzt nicht nachmachen. Habe ich keinen fließenden Zoom hier? So, pass auf. Und zwar bei Effekte die Körnung. Ich bin ein ganz großer Fan von Korn. So, lass mich mal ein bisschen kurz experimentieren. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Korn. Das Problem ist, je größer das Korn ist, umso unschärfer wird es. Ne? Das sieht man ja ganz deutlich. Aber großes Korn, finde ich,
viel geiler wie kleines Korn, weil kleines Korn sieht aus wie eine zu hohe ISO. Wie wenn es rauschen würde. Das kleines Korn, seht ihr in der Brille. Großes Korn ist richtig geil, leider geht die Schärfe verloren. Okay? Aber die Schärfe könnt ihr euch ja wieder zurückholen. Das ist ja nicht das Ding. Vorher aalglatt. Naja, es wirkt einfach anders, ne? Also dieses Korn, ich finde, das macht das ganze Bild etwas mehr dirty, rauer. Es verschmilzt alles, ist nicht so geleckt. Und es wirkt in der kleineren Ansicht schärfer. Früher, als man Filmplakate erstellt hat, Kinoplakate, ich rede hier jetzt so vor 15 Jahren, da war es ja so, da gab es ja noch keine hochauflösenden Kameras. Und dann hast du Bilder oft vom Set gemacht und dann musstest du die später so groß skalieren und damit sie schärfer wirken, hat man Korn reingelegt. Aber du brauchst halt wirklich so das richtige Korn. Also das jetzt ein Korn, das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ohne ist alles so die Wand im Hintergrund, die Brille. Aber so ist irgendwie, mir gefällt es so. Und wir dürfen nicht, so sieht es ja kein Mensch, das Bild. Das heißt, eigentlich ist dieses Korn viel zu schwach. Eigentlich könnte man noch ein bisschen kräftiger rangehen, weil jeder sieht ja das Bild so. Und jetzt wirkt es rauer. Jetzt wirkt jetzt dieses Crispy, das ist jetzt drin. Wenn du nah rangehst, guck mal, wir übertreiben mal noch ein bisschen. Ich mach mal noch mehr Korn rein. Guck mal, viel zu viel. Ist viel zu viel Korn. Aber wenn du rausgehst, ich find's geil, guck mal. Man sieht kaum einen Unterschied. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man schon, ist was drin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. So finde ich es geil. Auch die Sonnenbrille haben wir ja gebaut, ne? Guck mal, wie clean das aussieht. Und boom, jetzt ist voll drin. Und wenn jetzt noch Schärfe reinkommt, bam. Und die Schärfe holen wir uns hier über Details. Guck mal, hier kannst du wieder die Schärfe voll reinballern. Und jetzt ist es richtig rau, richtig hart. Aber ganz ehrlich, ich will nicht alles schärfen. Ich hole mir schon so ein bisschen Schärfe. Aber ich tue mir später noch wahrscheinlich die Schärfe selektiv rein. Das ballert jetzt richtig, dieses Bild. Guck mal, wie es vorher war. Oh. I like. So, die zwei Ebenen lösche ich jetzt. Das ist immer so ein bisschen riskant bei der letzten Ebene, ne? Wenn du jetzt was machst, wo du denkst, ah, mir gefällt es doch nicht mehr. Scheiß drauf, ist zu spät. Das ist jetzt das Feintuning. Oh, das war nur das Feintuning hier. Und das sehen wir auch, wie unscharf das vorher war. Guck mal, so total clean. Weißt du mal, ein richtiger. Auch die Wand. Guck mal, wie geil die Wand hier aussieht. Ganz anders. So, ich bin mit der Farbe nicht ganz einverstanden. Ist mir noch zu viel Gelb drin. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich hier mit. Ja, Magenta. Ein bisschen Magenta noch rein. Ein bisschen das Grün raus. Der Hautton war mir vorhin ein bisschen zu gelb. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ist jetzt ein bisschen Magenta. Es ist wirklich nur ganz dezent. Und ein Move, den ich unheimlich gerne mache oder mal zumindest mal teste, ist der hier.
dass es so matter aussieht. Da ist auch so, wenn dieses Schwarz Zeichnung verliert, wenn es so richtig grafisch matt ist. Das erinnert an so ein richtig abgefetztes Kinoposter, ne, das draußen irgendwo hängt. Das ist auch nochmal was ich gern mache. Ihr seht unten links das Schwarz. Ah ne, warte mal, mein Bild ist im Weg. Warte mal, ich ziehe es euch zur Seite. Guck mal, unten links das Schwarz. Vorher sehr natürlich und jetzt halt so richtig matt. Das macht das ganze Bild so ein bisschen grafischer. Würde ich jetzt so 100%, aber vielleicht noch ein bisschen dunkler das Bild. Aber das alles sehr, sehr stark Geschmack, ne? Das ist jetzt. Und ich habe dir schon in meinen Videotrainings erzählt. Diese letzten Schritte, diese letzten 20-80, die letzten 20% des Bildes. Ich will gar nicht wissen, was ich da gemacht habe. Da wird einfach drüber gerotzt. Da geht's voll nach Gefühl. Jetzt mal einfach wieder so 20 Minuten Pause, da wieder hingehen, dann überleg's mal wieder, was gibt's denn. Ah, guck mal, ich kenne doch so einen geilen Move. Kanalmixer monochrom auf Luminanz und dann mal blau hochballern. Ist jetzt halt bei europäischen Menschen kommt es eigentlich deutlich besser. So, und den dann mit, komm, so mit ein paar Prozent mit und dann wieder runter reduzieren, ne? So. Viel probieren halt. Noch gelber. Wir können den gleichen Move wie vorhin nochmal machen. Ne? Also weiches Licht, färben, krasser Goldlook rein. Und dann je nachdem, welche Farbe man haben will halt. Wie gesagt, ich find's. Es ist eine Möglichkeit. Kann man machen? Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel auch eine Füllebene, eine Volltonfarbe, also eine Farbfläche im Modus weiches Licht. Und da kannst du dir auch, das ist eigentlich auch ein geiler Move, da kannst du jetzt von oben nach unten die Helligkeit steuern. Und von links nach rechts die Sättigung, wie stark. Und da kannst du kannst du hier so rum navigieren und kannst auch in jede Farblux reingehen, die du haben willst. Ja, das ist auch ein geiler Move. Das habe ich schon vor 10, 12 Jahren, habe ich gesagt, malen mit Füllebenen hieß damals die Strategie, die Technik. Das auch, da kannst du dir schön den Farblook auf dem Farbfeld einfach so ein bisschen rumschieben. Genau. Ja, also ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ihr das Bild seht, ne, auf dem Monitor. Kann sein, dass ich das jetzt auf meinem Bildschirm, weil auf meinem Screen, wo ich müsste euch das hochladen. Warte mal, ich lade es euch gleich mal hoch, das Bild, weil vielleicht seht ihr das auch ein bisschen anders, wie ich das sehe. Aber Sättigung können wir noch ein bisschen rein. Ich lade es euch mal ganz kurz in den Discord-Server. Warte mal, wir machen das mal ganz kurz. Weil ich habe so Bedenken. Warte mal, ich vergleiche das mal ganz kurz fürs Web. Ich habe so Bedenken, dass ihr das ein bisschen anders seht. Pass auf. Wahrscheinlich seht ihr das jetzt und denkt, oha, das sieht ja ganz anders aus wie, So, warte mal. Ich tu gerade mal den Discord-Server öffnen.
Anita, kannst du nochmal einen Discord-Server posten? Ich tue es hier reinladen, bei einfach nur Bilder. Da habt ihr ja schon eure Bilder drin. So. Ich guck grad die Version von Svensson an. Guck mal, wie unterschiedlich, ne? Die ist natürlich arg hart, ne? Da ist natürlich schon... Also hier könnt ihr mal schauen. Ladet's euch oder guckt's euch mal bei euch an. Ob da nicht jetzt irgendwie ein anderer, ob da jetzt ein Unterschied ist. Calvinized Move. Wie lange haben wir jetzt reduziert? Boah, über 1,5 Stunden. Okay, aber wir haben uns aber auch echt Zeit gelassen, ne? Was ich jetzt machen werde, Freunde, ich werde jetzt alle ärgern, die nicht dabei waren. Ich gehe hier gerade nochmal, ich mache mir jetzt hier einen Vor- und Nachher-Vergleich. Den poste ich dann auf Facebook, wo ich dann sage, komplett reduziert, live auf Twitch und ihr wart nicht dabei. Guck mal, das könnte ich tagelang machen. So geil. So, ich baue mir jetzt einen Vor- und Nachher-Vergleich. Warte mal, ein bisschen können eigentlich... Geil geworden. Ich mag dieses Raue, dieses Verrotzte. Guck mal. Diese Hautstruktur, dieses Übertriebene, das ist so geil. Das ist so geil. Und man darf nicht vergessen, ne, ich habe ja keine Blitzlichter gehabt. Gib mir mal ein Bild, wo ich mit Blitzlichter arbeiten kann. Das ist ja alles mit natürlichem Licht fotografiert. Ne, ohne Reflektor, ohne irgendwas. Das ist nicht so einfach. Daraus dann so ein Mit einem Blitz wäre das noch alles noch viel krasser gegangen, weil dann du hast viel mehr Pep im Bild und viel mehr Kontrast. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Gefällt mir sehr. So, ich tue mal hier die Photoshop-Datei noch backuppen. Ah, geil. Gefällt mir total. Und darum geht's so, Freunde, ne? Wenn du dein Bild anguckst und einfach nur sagst, geil. Das war die Originaldatei, die habt ihr bekommen. So, das ist meine Webversion, wenn ich sie irgendwo hochladen will. Love it. Love it!
I love it! Ja, auf jeden Fall verlinken, ne? Irgendwie Copyright, Calvin Hollywood und Ben verlinken. Leute, ich schwör's euch, wenn es jetzt nicht so krass geworden wäre, hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist gut geworden. Ist jetzt nicht so übertrieben geil, aber ist gut geworden. Ich würde immer die Wahrheit sagen, das wisst ihr. Ich feiere das gerade so. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Ich feiere besonders auch diesen Teil hier unten. Mir gefällt dieses knackscharfe, raue. Voll geil. Ist sehr cinematic, finde ich. Ist immer Geschmackssache und so. Na klar, ne? Aber nee, das jetzt. So, warte mal, ich muss ganz kurz einen Ben schicken. Ah, warte mal. Ich kann sie mir in den Pickdrop-Ordner laden. Seht ihr, die Bilder sind alle nur mit einem Preset drüber. Die habe ich ihm gegeben. So, ich tue nochmal ganz kurz. Oh, Pascal! Warte mal, das ziehe ich mir gerade nochmal rein. Oh, Pascal. Oh! Das ist. Du hast eine düstere Version. Dein ist dunkler. Ist nicht scharf genug, Pascal? Da muss noch Schärfe reinrotzen. Das ist noch nicht fein genug. Du hast nicht nachgeschärft. Hier, gerade im Gesicht. Auf der Wand musst du eigentlich nicht so. Aber im Gesicht 0,2, 500%, das fehlt noch. Aber ansonsten, ganz ehrlich, fällt mir auch schwer, einen Unterschied zu erkennen. Und das hoffe ich, jetzt siehst du auch als Lob. Würde ich jetzt keinen großen Unterschied erkennen zu meiner Version. Ist. Wird auch kein anderer einen Unterschied erkennen. Meins ein bisschen heller. Und wenn du halt ins Original gehst, siehst du halt, es ist noch deutlich schärfer. Ja, wobei, ich glaube, beim Upload hier ging auch ein bisschen was flöten. Nee, ich glaube, wenn man das Bild direkt öffnet, ist nochmal viel schärfer. Ich glaube, bei Discord geht auch nochmal einiges flöten. Ja. Ja, aber geil, oder?